setzen es jetzt noch einen kompletten Block nach rechts. Und dann muss das wirklich passen. Ich denke mal, dann sieht das auch gut aus. Dann hat man auch genug Platz, um Häuser zu bauen und alles. So, jetzt gehen wir mal da hoch und gucken uns das mal von da an. Ja, das passt. Das machen wir so. Ich stelle mir gerade vor, wenn das Tor hier steht und das Tor so lang geht, so hier, und dann noch in der Höhe und so, dann sieht das heftig aus. Dann sieht das wirklich richtig, richtig heftig aus. Der Beacon steht dann zwar exakt einen Block falsch, aber das ist nun mal erstmal so. So, und jetzt habe ich mir vorgestellt, dass sobald das Tor losgeht, also hier müssen wir eh dann erstmal ein Stück abreißen, weil das Tor natürlich nicht jetzt verschiedene Ebenen haben wird oder irgendwas. So, aber ich habe mir vorgestellt, wenn hier das Tor losgehen würde, sagen wir, hier wäre der Punkt, wo das Tor losgeht, was denke ich nicht so sein wird, aber falls dort der Punkt sein würde, würden erstmal zwei Blöcke geradeaus, oder? Ne, wir würden erstmal einen Block runtergehen, dann zwei Blöcke geradeaus und dann den nächsten Block wieder runter und das alles mit einem Half-Slab. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken in Version, wartet mal, dann muss ich mir natürlich gleich erstmal noch Fackeln und wieder hier eine Kistenlagerecke machen, eine ganz kleine. Ja, hier wisst ihr, da sind diese Punkte, wo die Creeper einfach spawnen. Habt ihr das gesehen, wie der da gespawnt ist da oben? So ein mieser Typ, Alter. Geht ja mal gar nicht. So, aber dann bauen wir hier, damit es uns jetzt nicht im Weg steht, wenn wir später das Tor bauen. Bauen wir mal hier so eine kleine Kistenecke hin. Und das, Alter, es geht sogar perfekt auf. Hopp, machen wir so. Und dann brauche ich noch einen Craft, oder wir machen gleich mal zwei Crafting Table. So, kommt da einer hin. Und dann tun wir da noch einen hin. Und dann muss ich mir mal ganz kurz, um euch das zu zeigen, einmal die Steinstufen machen und wir müssen einmal kurz nochmal losfliegen, um uns Fackeln zu holen, denn die brauchen wir auch noch. Da nehme ich jetzt einfach mal alle mit, weil die Fackeln werden wir wirklich, werden da ausgehen wie sonst das, wenn wir das hier bauen. Die tun wir mal auch oben rechts einfach hin, ein Stack behalte ich und dann zeige ich euch das mal, wie ich mir das so, naja, geplant habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar kommt hier dann einfach einer hin, hier, hier. Natürlich, wahrscheinlich, ich weiß auch gar nicht, in welchem Stil ich den Boden halten werde, aber wahrscheinlich nicht mit den Blöcken, aber damit ihr ungefähr so eine Vorstellung habt. Oder machen wir das sogar, machen wir das vielleicht sogar mit drei Blöcken statt zwei. Also, dass wir hier einmal den wegmachen und den wegmachen. Und dann einmal drei Blöcke statt zwei machen. Also, was man definitiv bedenken muss, ist natürlich, da will ich jetzt mich auch nicht verschätzen oder so, das hier wird von Höhe 85 auf Höhe, lass mich nicht lügen, auf Höhe 5 gehen. So, deswegen wäre das natürlich alles ein bisschen belastend, wenn das hier nicht so funktioniert wie geplant. Beziehungsweise wenn das zu groß wird am Ende und ein zu langer Weg sich hier runter erstreckt und man wirklich läuft und läuft und läuft und nicht zum Ziel kommt. Aber ich denke mal mit so einer Dreiergröße, ich denke eine Dreiergröße passt wirklich gut. Wenn ich mir vorstelle, wenn man hier runter guckt und der Weg sich hier runter erstreckt, dann ist das, denke ich, schon echt top. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal wirklich entspannt hier den Weg runter. Das ist natürlich auch jetzt eine echt coole Arbeit. Macht richtig Spaß, jetzt hier alles auf 3 abzuzählen und nach 3 immer einen Block runter zu gehen. Nee, wir müssen ja, stimmt, wir müssen auf 4 abzählen, nicht auf 3. 3 ist ja dann komplett falsch, weil wir, ja, weil das hier ist ja der vierte Block im Prinzip, der Half-Slab. Und deswegen müssen wir, ja, wir müssen auf 4 abzählen sogar. Also was ich euch sagen kann, ich denke mal, dieses Projekt hier wird sich mit Sicherheit über 50 Folgen ziehen. Wenn nicht sogar noch länger. Aber, Leute, ich habe eine gute Nachricht. Denn ich habe vor zu streamen in Zukunft. Ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt und ich deswegen sage ich es eigentlich auch ungern oder behaupte es ungern, stelle es ungern in den Raum, weil ich sehr oft sage und am Ende mache ich es dann doch nicht, weil ich irgendwie die Zeit nicht finde oder weil es einfach nicht passt. Vielleicht muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich es auch nicht zu 100% will, aber irgendwie kann ich mir streamen, vor allem dieses Projekt hier kann ich mir echt, echt entspannt und geil vorstellen so. Und bei dem Stream ist es halt dann auch einfach passend so, dass wir zum Beispiel hier sowas ausheben und nee. Nee. Okay, das kann uns die Welt hier jetzt echt nicht antun. Das kann uns die Welt hier jetzt... Nee. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Wir kommen hier... Nee. Wir kommen hier außerhalb des Berges raus. Das ist das Schlechteste, was irgendwie hätte passieren können. Also mit Schlechteste meine ich wirklich, das ist das absolut Schlechteste. Weil ich entweder, wenn ich jetzt hier runterbaue mit dem Weg, muss ich entweder... Oh fuck, Alter. Ich muss entweder hier irgendwie einen Berg rumterraformen. Und habt ihr mal irgendwas um so ein Biom rumgeterraformt, das ist nahezu unmöglich. Oder ich mach da... Oder ich baue da irgendein Gebäude drum oder sowas, aber auch nicht passen würde. Das ist gerade richtig scheiße. Ich habe gedacht, der Berg ist größer. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn ihr 100 Folgen lang was geplant habt und es innerhalb von einem Block, den ihr abbaut, einfach gerade in Teile zerbricht?
Aber das Ding ist, ich bin echt nicht schlecht im Terraform, muss ich dazu sagen. Ich bin wirklich nicht scheiße im Terraform. Also ich kann gut Terraform und ich kann mich auch schnell gut an den Gelände anpassen, was wenn es um Terraform geht. Aber das hier ist echt, das ist richtig schwierig gerade. Und vor allem, dass hier dann überall noch Zombies rumrennen, die mich gerade hier beim Betrachten meines Objekts stören, ist noch schlimmer. Man könnte theoretisch, oh nee, das geht auch nicht, weil hier wird's höher. Man könnte das hier irgendwie terraformen und ein bisschen gerade machen und vielleicht dann da drüber terraformen. Aber Terraform, das Schlimme ist, wenn man Terraform verkackt und das scheiße am Ende aussieht, musst du es alles abreißen und neu bauen. Aber irgendwie traue ich mir auch zu, dass ich das hier gut hinbekomme mit dem Terraformen. Vor allem hier wird ja später auch der Hafen rumführen und die Stadt wird hier entstehen, in Anführungszeichen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das geterraformt ist und wir hier eh Häuser hinbauen und so, sieht man das eh nicht mehr so groß. Puh, das macht gerade echt schon ein bisschen Struggle, muss ich sagen. Passt auf, wir schauen uns das jetzt hier nochmal an und jo, hier ist ja mal übel das geile Flugloch. Ja, wuh. Und ab runterwärts. Wir schauen uns das jetzt hier mal von hier aus an, wie das ausschaut mit den Dreierblocks. Doch, ich kann mir das aber mit den Dreierblocks echt heftig vorstellen, so. Stellt euch vor, dieser Weg führt runter. Wir sind jetzt gerade mal von hier aus von Höhe 87 runtergegangen. Ah, auf Höhe 79. Und stellt euch mal vor, dieser Weg streckt sich noch eine ganze Weile. Das ist sau schwierig gerade zu sagen, muss ich sagen. Das ist wirklich übelst schwer gerade. Weil entweder tue ich hier zwei Blöcke hin oder halt drei. Und mit zwei wäre ich schneller, tiefer und müsste weniger Terraform später. Mit zwei wäre halt auch der Vorteil vielleicht, dass es später nicht so lang sich hinzieht. Beziehungsweise so lang gezogen wirkt. Nur mit drei wäre dafür der Vorteil, dass später die Farming Area vielleicht nicht bis hierher reicht und wir hier nicht irgendwie, keine Ahnung, auf 50 FPS droppen oder so. Doch, wir machen das mit drei. Wir machen das mit drei. Scheiß drauf. Und wenn wir da jahrelang Terraform werden, wenn ich das alles nochmal abreißen muss, wenn ich da sonst was für mache, wir machen das mit drei. Wir ziehen das durch. Und das hier wird echt, also ich kann euch sagen, das hier wird ein riesiges Projekt. Das hier wirklich ordentlich zu bauen, dass hier dann, dass man das nicht mehr sieht, wenn man hier irgendwie durch die Welt läuft. Das wird echt, Alter, holy shit, das wird krank anstrengend und alles, aber wenn wir das irgendwann geschafft haben, kann ich euch sagen, das wird das geilste Gefühl, hier durchzulaufen und dann dort rauszugehen und zu sehen, fuck, hier ist alles geterraformt. Wirklich jetzt, das wird heftig. Doch, wir machen das. Ich bin jetzt entschlossen und so wird es auch ablaufen, Alter. So, und jetzt lege ich mich erstmal kurz ins Bett. Ich habe echt keinen Bock, dass ich hier die ganze Zeit von irgendwelchen Skeletten oder sonst was irgendwie attackiert werde, Alter. Ich brauche ein Bett. Das ist ja mal so schlimm, dass wir durchgehend hier von irgendwelchen Monstern geschlagen werden. Und dann mache ich mir auch direkt, oder ich habe mir ein bisschen Wolle, ich mache mir jetzt nicht direkt ein Bett, aber ich habe mir ein bisschen Wolle, die ich mit rübernehmen kann, dass ich nicht immer zu meinem Main-Bett fliegen muss, in Anführungszeichen. Und dann können wir hier direkt mal zwei Bettlein aufstellen. Doch, ich kann mir das mit drei, doch, mit drei kann ich mir das richtig, richtig heftig vorstellen später. Wenn du hier runterläufst, Alter, du denkst erst so, hä, Junge, wie übertrieben ist das bitte? Dann guckst du hier hoch, das geht ja der, also dieses Tor an sich wird ja, denke ich mal, 30 Blöcke groß. Und der Raum oder der Gang nach unten ja dann dementsprechend auch. Und dann läufst du hier runter, hier hängen so Kronleuchter runter. Du kommst du durch diesen heftig dicken Raum, Alter. Läufst hier durch, denkst dir, fuck, wie gestreckt ist das? Und kommst unten an, kommst in diesen, Alter, doch. Die einzige Frage, die halt noch aufsteht, ist, wie werde ich diesen Gang mit dem Main-Raum verbinden, ohne dass ich in die Farm-Area gegenkomme? Weil das wäre ja ein Weg, der würde ja dann, ein Weg der Farm-Area würde ja dann im Untergrund nach dort führen. Und das Problem ist, wenn dieser Weg hier runterführt und dann ankommt in der Farm-Area, würde das halt alles nicht mehr funktionieren, dass noch ein Weg nach da führt. Leute, ich kann hier noch einmal ein Bild einblenden, wie der Plan verändert aussieht. Wir werden einfach die Treppe in eine Schräge führen lassen. Oh ja, das ist cool. Das ist cool. Wir werden die Treppe, die wird ja auch weit oben sein, wir werden die Treppe in eine Schräge führen lassen, in eine Halbrundung des Raums, wo die Treppe reinkommt, wo du auch wieder rausgehen kannst. Ja, das passt. Das ist geil. Und dann passt der Raum trotzdem alles perfekt und du kannst trotzdem alles nutzen, was du an Platz brauchst. Das ist perfekt, so super. Jetzt müssen wir hier mal, also das hier wird jetzt natürlich auch ein riesiger Struggle. Und was ist das da? Ach, hier ist eine Höhle. Cool. Die können wir natürlich auch irgendwann anders mal ausleuchten dann. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt am besten da hoch, ohne uns groß zu verschätzen, was die Länge angeht. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal auf die Höhe. So, und bauen hier einmal einen ganz normalen Weg lang. Und gucken mal, wie wir das hinbekommen, dass es immer ordentlich 1, 2, 3. Hier würde es wieder reingehen. Und nein. Okay, wir müssen irgendwann den Eile 2 Beacon dann auch nochmal umsetzen. Hier ist der Eile 2 Beacon nicht mehr aktiv.
Oder halt, wir killen einfach noch einen Wither irgendwann. So, Leute, also das wäre hier jetzt erstmal die Planung. Dort würde der Gang runterführen und ich denke mal, der Raum würde schon bis dort oben gehen. Oder bis hier so, der dann hier mit runterführt. Das ist sau schwierig. Man könnte hier das weiter terraformen und hier einfach einen angehenden Berg bauen, der hier reinkommt. Das da könnte man einfach zumachen. Das würde trotzdem natürlich aussehen, wenn wir dort oben einfach die Anhänge nutzen und es einfach runterziehen. Und hier könnte man eine Erdplatte drüber ziehen. Aber keine Platte, jetzt natürlich fachlich geterraformt oder gut geterraformt. So wie es jetzt hier überall auch ist, das hier wie hier circa. Dass wir sagen, wir nehmen den Abteil, schieben das nach da und dann Berg und so. Vor allem zumal, also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier schon ein Stück weiter gebaut. Das geht jetzt bis nach da unten. Und jetzt will ich das alles mal ablaufen, um mir anzugucken, yo, ist das wirklich so gut mit den dreien? Weil letztendlich ist das wirklich ein echt langer, sehr, sehr, sehr langer Gang. 1,